Hallo Tobali und willkommen zum weiteren Video zu Rocket League. Season 15 ist gestartet. Man muss ja jetzt ehrlich sagen, Psyonix ist ein lustiges Unternehmen. Wir hatten vor 2 Wochen den ersten Teaser für diese Season. Und wir dachten alle, boah krass, hat Psyonix daraus gelernt? Kriegen wir jetzt einen Trailer und ein paar Informationen früher? Und die Antwort ist quasi nein gewesen, weil der Trailer, so wie ich das gesehen habe, der ist zeitgleich mit der Season rausgekommen. Das ist so, wie wenn der neue Deadpool-Film rauskommt und der Trailer dafür kommt in der Sekunde raus, wo der Film ins Kino kommt. Also das weird. Auf der Webseite konntest du natürlich trotzdem schon ein bisschen lesen. Habe ich aber actually nicht gemacht. Also ich habe versucht, so blind wie möglich hier reinzugehen. Den Trailer habe ich auch noch nicht gesehen. Als Saisonbelohnung gab es ja Reifen. Dann haben wir hier die Reifen. Und ich finde die in Ordnung. Kann man schon machen. Werde ich wahrscheinlich nur ein einzelnes Mal benutzen. Aber ist Kategorie, kann man schon machen. Außerdem ebenfalls interessant. Und zwar der Lamborghini ist jetzt designbar. Also die Lamborghinis und der McLaren. Vorher konntest du ja nur einfach halt bestimmte Skins dran packen, die das Spiel rausgesucht hat. Wie zum Beispiel sowas. Aber jetzt kannst du alles Mögliche dran machen. Kann sein, dass einfach irgendeine Lizenz ausgelaufen ist und dass es deswegen jetzt so ist. Aber ist positiv. Außerdem, bevor ich mir den Rocket Pass angucke, gucke ich mir mal kurz die Turnierbelohnung an. Und ja, das Video jetzt, das kommt übrigens auch am Tag des Updates. Wir tun heute einfach mal so vom Upload-Muster, als ob Rocket League noch beliebt wäre. Ja, weil die allermeisten Leute werden sagen, oh, neue Season, ah cool, gucke ich mir mal an. Aber die würden das auch morgen sagen. Es kriegt ja keiner mit, dass jetzt heute die nächste Season startet. Okay, auch zu den Turnierbelohnungen. Habe ich noch. Doch, das habe ich schon gesehen. Das wird mir leider gespoilert. Ein Zauberbuch beschwört man. Und es verschwindet. Das hat so ein bisschen das Harry Potter-Feeling. Wobei auch nicht so richtig Harry Potter. Okay, die Reifen hier, die sehen ein bisschen unwürdig aus. Zu exotisch, finde ich. Poli. Ist das eher so Dungeons and Dragons-mäßig, die Gegenstände? Ja, ne? So, da kenne ich mich halt leider null mit aus. Das ist mal wieder total random. Hier, Magie. Oh, wow. Hier. Oh, keine Ahnung. Random. Hier. Oh, Dungeons and Dragons Magie. Was haben wir hier? Ein Basketballfeld? Das ist so random. Was ist das denn? Ey, direkt, auch wenn es cool, cool aussieht, direkt schon schlechte Laune. Das ist wieder irgendeine random Scheiße. Ja, okay. Hier. Basketballhoop. Also, die Turnierbelohnungen diese Season haben das Thema Magie und Basketball. Gucken wir uns jetzt mal kurz alle Gegenstände an. Aber wild. Sehr, sehr wild. Als Wagen gibt es den Nissan. War ja schon vorab geleakt, dass es einen richtigen Wagen diesmal wieder gibt. Und es gibt den Nissan. Ja, habe ich kein Gefühl für. Existiert. Also ich gehe mal davon aus, dass das Thema diese Season, wie gesagt, den Trailer nicht gesehen. Wäre cool, wenn der Trailer vorher rausgekommen wäre, um mich ein bisschen aufzuhalten für die Season. Aber ich denke mal, das Thema ist eher so ein bisschen sommerlicher. Vielleicht können wir das Thema ja rausfinden, indem wir einfach hier uns die Gegenstände angucken. Ich meine, ich kann auch. Oh, das geht nicht mehr. Normal, wenn du hier Y drückst, konntest du vorher so ein bisschen Preview-mäßig was gucken. Okay, das haben die rausgenommen. Aber du hast einen kostenlosen Geistgegenstand für den Breakout. Okay. Was haben wir hier? Oh. Finde ich ehrlich gesagt nicht kacke. Würde ich tatsächlich benutzen für eine Zeit. Die Hand passt doch actually ganz gut dazu. Die Reifen hier passen auch gut dazu. Also ich könnte schon direkt was erstellen, was irgendwie stimmig ist. Wenn ich jetzt noch einen Boost hätte. Wobei das auch okay dazu. Ich könnte schon was erstellen. Oder ist es rockmäßig? Das wird sein, ne? So ein Rock-Thema. Ach, die haben wahrscheinlich wieder was zusammengemixt. Flipflops. Ja, die haben wahrscheinlich Sommerurlaub und Rock-Metal. Ja, oder einfach. Ist das Mayonnaise? Das ist nee, Sonnencreme. Das Ding ist halt, ich traue denen alles zu. Es ist eine Sonne drauf, es ist Sonnencreme. Falls ihr beide bei neu seid, ist Elder Elmo gelesen. Elder Emo. Falls ihr neu seid, doch mal sehr gerne ein Abo lassen. Die Hälfte der Zuschauer, die dieses Video haben, habt abonniert. Creator-Code Bartops.de, solltet ihr euch auch den Rocket Pass holen. Ja, leider die Gratis-Gegenstände bis jetzt entweder lame oder halt für doofe Autos. Ein Ei ist das, ne? Okay. Ja, ich auch jetzt nicht so eine starke Meinung zu. Es müsste gleich auch eine Torexplosion kommen. Wieder für einen Wagen, den keiner benutzt. Lustig ist auch, ich habe es mir gekauft, ohne zu wissen, was ich mir überhaupt kaufe. Aber als YouTuber ist es halt quasi wirklich egal, weil ich werde die Gegenstände eh vorstellen. Hier wieder was Punkiges. 2,5D. Muss ich dran denken, mit Level 36, ich werde mir das dran packen, das finde ich halt wirklich cool. Das ist jetzt mein Lieblingsgegenstand aus dem Rocket Pass. Wann kommt die Torexplosion? Haben wir diesmal nur eine Torexplosion? Oh, der erste coole Gratis-Gegenstand. Nice. Ja, sogar Actually clean. Und langweilige Reifen. Okay. Da so ein Kopf. Bei 40? Ne, bei 40 kommt ein zweiter Wagen. Wahrscheinlich nur eine Torexplosion. In der Turnierbelohnung gab es auch nur eine Torexplosion. Und normal gab es ja immer. Na gut, wir mal gucken. Ah, da ist sie. Oh, die ist cool. Die ist cool, okay. Das Thema ist halt wirklich Strand und Metal.
Mädel, Leute, okay, hier haben wir ein Ei. Hier gibt es einen Autosound, wo der Wagen wie ein Skateboard klingt. Dann nochmal das passende da. Ich muss sagen, die Reifen sind bis jetzt eine Enttäuschung. Sind leider ein bisschen kacke. Ja, also, wer hat sich gedacht, dass man so Reifen noch braucht? Das Skin hier finde ich, ganz ehrlich, finde ich auch cool. Da unten mit einer jubelnden Menge, da oben eine Gitarre. Finde ich stabil. Ja, sehr langweilig. Aber zum Glück langweilig beim Auto, was keinen interessiert. Okay, da die Reifen. Also die Reifen, die sind leider wirklich alle Müll. Da kann ich keinen loben. Die Skins finde ich in Ordnung. Selbst diese generischen Skins finde ich okay. Könnte was sein. Finde ich jetzt nicht insane, aber könnte was sein. Natürlich aus der Boost. Ja, langweilig. Ich glaube, wir sind fast durch, ne? Das finde ich auch mega hässlich. So, und jetzt der letzte, oder? Letzte Gegenstand. Okay, nein, nochmal da. Ganz ehrlich, so Reifen hatten wir doch jetzt schon dreimal vorher. Also, das ist überhaupt nichts Neues, okay. Aber die Torx-Version. Natürlich. Ist chillig. Ist vor allem ein Thema, was ich so nicht erwartet habe. Aber ist chillig. Können wir noch irgendwas Cooles in Farbe angucken? Ja, aber hier diese Reihe. Also, okay. Fazit schon mal jetzt zu den Gegenständen. Autos muss man gucken. Reifen durch die Bank durch Scheiße. Boost okay. Spur okay. Skins sind ein paar coole bei. Und die Torx-Version sind auch beide gut. Ja, aber ist ganz ehrlich, ist für mich auch wieder zu kurz. Ich finde, die Jukebox müsste länger da stehen. Die ist halt nur eine halbe Sekunde da. Und schau, wieder weg. Das ist viel zu kurz. Ich könnte mir auch jetzt den neuen Wagen angucken. Das mache ich wahrscheinlich auch noch, aber das mache ich dann... Das mache ich vielleicht morgen lieber. Ich starte zumindest mit einem absoluten Gratis-Tor. Ah, auch was Neues. Wenn man im Twitch-Chat was sagt, ist da eine Zeitangabe mit bei. Seht ihr? 4:42. Ich weiß nicht genau, warum man das braucht mit den Zeitangaben, aber existiert. Oh Gott, Hilfe. Im letzten Video war ich übrigens auch auffallend kacke. Aber ich würde schon sagen, dass ich generell wieder besser geworden bin. Ich meine, objektiv gesehen bin ich wieder besser geworden. Objektiv gesehen bin ich wieder besser geworden. Ich war ja irgendwie Diamond 2 zum Beginn der Season und ich habe die Season als Champion 2 beendet. Also da kannst du nicht gegen argumentieren und sagen, oh, du wirst nicht besser. Ja doch, ich bin besser geworden. Nur das Geheimnis ist natürlich, am Ball zu bleiben. Und da ich letzte Season ja Champion 2 war als Peak, diese Season will ich natürlich auch dann höher sein. Länger sein, Champion 2. Vielleicht sogar Champion 2 Liga 4 oder sowas. Oh, geht der fast rein? Ja, ne? Also ich bin motiviert, besser und besser werden zu wollen. Er sagt, nice one. Nice one. Der konnte ich nichts für. Nice. Gut. Also die Turniergegenstände würde ich übrigens mit so einer 5 von 10 bewerten. Finde ich einfach geisteskrank random, dass da einfach zwei Basketballgegenstände drin sind. Und ganz am Ende glaube ich auch irgendwie ein Eis oder so. Also ich finde die Turniergegenstände, die müssten schon innerhalb der Season stimmig sein. Er ist in mich reingefahren, macht wow, muss man aber sagen. Die generellen Gegenstände aus dem Rocket Pass. Torx besonders cool, Skin ist cool. Ja, so eine, ganz ehrlich, eine 7 von 10. Ich finde, da ist einiges bei, was okay ist. Dass die Reifenqualität einfach Müll ist. Ist halt so ein krasses Downgrade. Nice. Ein bisschen toxisch, ich will nur wissen, was passiert. Sorry, das Little Bro war toxisch, aber es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, es noch dazu zu sagen. Guck mal, er ist stehen geblieben. Er schreibt da irgendeinen Roman. Er ist safe nicht älter als ich, ist das Ding. Dass ihn das wütend macht, macht es irgendwie noch ein bisschen lustiger. Ich meine, wenn es dich wütend macht, dass du gerammt wirst in ein Videospiel, dann kannst du nicht älter sein als 20.
meiner Meinung nach. Also wenn der älter ist, muss man sagen, Dude, wo bist du falsch abgebogen, dass dich das wütend macht? Dass du ein bisschen gramp wurdest. Muss man sagen. Wäre erwähnenswert. Ist doch gut. Erste Game diese Season und direkt ist jemand toxisch und die toxische Person bin ich. Vielleicht ist einfach meine Season. Bully Maguire bin ich einfach diese Season. Vielleicht bin ich einfach toxisch diese Season. Man weiß es nicht. Ist immer möglich. So. Er regt sich aber auch ganz ehrlich, du kannst nicht, also ich erwarte, dass ein Erwachsener sich nicht so krass drüber aufregt, wenn er ein, zweimal weggerammt wird. Der ist halt höchstens 20, würde ich sagen. Höchstens. Okay, wenn man nach dem Match was schreibt, kein Sidecode. Der wahre toxische Spieler, Season 9 Grand Champion Gegner, cool. Der wahre toxische Gegner, der ist ja toxisch zu seinem Teammate. Aber das kriege ich nie richtig gut hin. Der Boost macht so einen Sound. Wenn man länger boostet. Oder ist das ein gegnerischer? Das ist ein gegnerischer Boost, ne? Aber einer macht so ein. Ja, okay, gut. Ja, ist der Gegner. Nice. Schmetterlinge! Ah, schade. Braucht jetzt vielleicht ein Tor. Hat der gerade keinen Haarflip hingekriegt, der Ex-Grand Champ? Das kann ja nicht Absicht gewesen sein. Könnte ein Sieg sein. Das war geisteskrank schlecht. Von allen Beteiligten. Zwergangriff haben wir vielleicht noch mit ein bisschen Glück. Hat er gut geklärt. Oh, ich geh kaputt. Gute Zerstörung. Ja, ist vorbei. Ach. Wenn du so dumme Gegentore kassierst, kannst du es halt schwer gewinnen. Das heißt, wenn ihr den Trailer angucken wollt, müsst ihr einfach im Menü Y drücken. Ihr könnt einfach rechts das anklicken. News. So. Und dann geht ihr nach ganz rechts. Und dann könnt ihr euch da den Trailer angucken. Ich würde sagen, Leute. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich finde, ist Saisonstart interessant. Falls ihr euch was holt, könnt ihr gut mal auf dem See. Bis dahin, Leute. Und ciao. You got me on both sides of the fence. Left your mark forever. That's without a scar on the flesh. Wish that I was sick and didn't hit the bar when we met. And spent my money time with you just to be in this debt. See you happy somewhere else while I've been filled with regret. Try to find someone to blame, but it's just cause and effect. Hey. I thought that was the truth. Cause nothing lasts forever. That's except for me.